So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich habe seit der letzten Folge hier jetzt ein Kabel hin verlegt und tu hier Beetroots anbauen. Oh, mein Leben ist ja fast schon im Boden. Damit wir ein paar Sachen machen können noch. Dementsprechend habe ich auch schon... Oh, der ist durch. Was? Das ging ja so schnell. Bist fertig? Das mit dem Baum hier fertig? Bauen? Der ist fertig. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also wir haben jetzt über 2000 Bone Meal aktuell mal auf Lager. Genau, hier entsteht gerade wieder Iron. Auf jeden Fall nach meinem letzten Stand noch. Genau, entsteht noch. Wie viel ist denn noch auf Lager? Ein bisschen was hat er noch vor sich. Ja. Und wir kümmern uns heute mal um Muck. Also andere Arten von Boden. Dafür habe ich die Beetroots angebaut, denn das hier kriegen wir relativ easy in die Kakao-Dinger hier. Oder wir machen hier zack und geben dann das richtige Rezept ein, was mir taugt, zack. Und geben das hier mal ein. Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Als nächstes wäre dann Ember Milk angesagt. Ne, Yellow Milk. Mit Yellow Milk brauchen wir Biofuel. Und ich habe mir mal durchgeguckt, was relativ easy zum Anbauen ist, aber was relativ simpel geht. Hier gibt es ja 3000. Oh, hier gibt es eins mit 6 sogar. Pumpkin. Oder Apfel. Auch nicht schlecht. Ah, ich hätte mich vielleicht doch ein bisschen besser informieren sollen noch. Ich glaube irgendwie auf. Weizen? Echt? Ernsthaft? So easy? Auf jeden Fall kannst du so ziemlich alles hier verarbeiten. Um die nächste Stufe zu erreichen. Deswegen brauchen wir den Crusher. Oder was war der Crusher? Was der Crusher oder was für ein System war das, womit die wir. Doch, der Crusher. Den müssen wir rein theoretisch hier noch irgendwo rumstehen haben. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher. Das ist der Crusher, genau. Die müssen wir jetzt mal aus dem System hier ein bisschen rausfummeln. Komm mal mit. Du brauchst ein ME-Interface und wir müssen dich irgendwo anstecken, wo du gerade praktisch stehst. Ich steck dich jetzt einfach hier an. So. Dann brauchen wir ein ME-Interface. Oh, ich bin out of range. Schauen wir. Interface. Oh, jetzt langsam wird es echt schön. Angenehm kühl hier. ME-Interface. Das sollte passen. So, das ist jetzt das ME-Interface, was wir brauchen. Nein, oh, oh. Du kommst jetzt nach hier oben dran. Gott, angesteckt. Eine Stromverkabelung brauchen wir dann noch. Und da müssen wir gucken. Oben. Input. Und nach hinten Output. Dann brauchen wir noch ein Export. Oh, jetzt muss ich wieder davon laufen. Warte mal. Als erstes brauchen wir ein Export-Cable. Oder Export-Bus. Nee, Quatsch, bin ich doof. Import. Import brauchen wir jetzt. Import, Import, Import. So, und dann brauchen wir noch ein Energy Cable. Oder halt eins, zwei. So. Dich brauche ich nicht mehr. Und ein Import Bus. Gut. Import Bus und Energy Cable kommt von der Seite. Gut. Leute, er kriegt Energy. Nach hinten tut er. Das Ganze dann rausgeben. Da muss natürlich noch dementsprechend das Kabel hin. Und wenn ich jetzt hier ihm. Muss ich ihm das reingeben. Dann sagen wir jetzt hier. Hier. ME-Pattern. Ich hätte gern eine Beetroot. Wo konnte ich denn das Ding nochmal umschalten? Ging das nicht irgendwie?
basiert auf Input Components. Ah, hier. Na nee, warte mal. Ich muss mir mal eine mitnehmen. Ich zeige jetzt eine hier, wenn ich jetzt... Jetzt gehen wir hinter an die Maschine. Ich glaube, es waren vier, ne? Perfekt, genau. Die vier kommen dann raus. Damit er das schon mal lernt. Kriegst vier Biofuel daraus, genau. Dann brauchen wir für den Yellow Mulch genau diese Info hier. Ah ne, warte. Ups, das war scheiße. Crafting. Total vergessen, das ist ja Crafting in dem Fall. So. Dich schmeiße ich hier raus. Schauen wir nochmal kurz, dass alles, das ist, was wir brauchen. Ihr beide so. Gut, wenn wir jetzt, tauchen wir die mal ins System einpumpen. Auf der Rückseite noch so ein, zwei schöne Sachen. Und dann, ja, Kühe, ihr seid jedes Mal geladene Gäste. Du kriegst von mir den Info nur Biofuel hier rauspumpen. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Yellow Mulch in Auftrag. Mulch. Oh, ich habe 126, hupsala. Aber ich muss es für die Wissenschaft testen. 100 Stück, next, start. So müssten wir dann über 200 rauskommen. Ist das schon fett? Oh, das ging schon. 226. Ist der so schnell da hinten? Ein noch die ganzen im Auf. Mhm. Wie viel Biofuel habe ich noch? Okay, dann wird es verständlich. Mit dir craften nur noch 300. Jetzt sollte die hier hinten arbeiten. Genau. Jetzt wird hier gearbeitet. Jetzt brauche ich noch eine Acceleration Card. Weil ohne die komme ich nicht weit. Ist das System? Ich wollte gerade sagen, ist das System ausgefallen oder was ist los? Acceleration Card. Acceleration Cards. Habe ich nicht vorhin von dir für Stück gearbeitet? Was ist denn jetzt schief? Ah, ich wollte hier einen Auftrag geben und habe keinen Platz gehabt. Aber gleich ist das Ding eh schon. Das geht doch, das Rad da drunter wie sonst sowas. Schau, wie das runtergeht. Es ist doch schon mal etwas. Das ist schon mal etwas. Gut. Dann schauen wir uns gleich mal den nächsten Mulch an. Ich will nur schnell die Acceleration Cards Produktion schon mal vorbereiten. Vor allem brauchen wir mehr von den Prozesseinheiten hier. Damit wir einfach hier noch eins, zwei aufstellen können. Die dann jederzeit zur Arbeit bereit sind. So, okay. Jetzt können wir ein paar von... Nochmal 200 sollten gleich reichen fürs Erste. Er kommt voran. Gut. Okay, als nächstes in der Mulch Production brauche ich wieder was zu essen. Gut. Schauen wir mal. Als nächstes brauchen wir den Mulch. Mulch. So. Ich glaube, da gab es irgendeine Herausforderung. Substrate. Substrate wird aus dem PRC gewonnen. Ethylen und Wasser. Erzeugt danach Oxygen.
Oder Ethylen, wenn ich Hydrogen verwende. Ethylen kann ich gewinnen. Ethylen und Liquid Ethylen. Liquid Ethylen. Okay, es gibt keine andere Variante wie Hydrogen in dem Fall. Hydrogen gewinne ich bei einem Acceleration Gedöns oder an einem PRC, wenn ich Oxygen und Wasser mit Olive Wood zu Hydrogen verwandle. Bedeutet, ich müsste in diesem Fall ein PRC-Gerät machen. Ne, einen Katalysator. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, also. Wir brauchen auf jeden Fall mal das Gerät hier. Oh Gott, da fehlt ja viel. Basic Controller. Habe ich den nicht 1000 Mal gebaut? Aha, oh Gott. Okay. Osmium Ingot und Redstone. Das sollte relativ simpel gehen. Und was hat dann noch gefehlt? In der Mitte. Was ist jetzt die Enrichment Chamber oder die Dynamic Enrichment? Ah. Ah ne, die Basic Tanks haben gefehlt. Ach, ich bin noch schlau. Ja, machen wir mal ein paar machen. Tun hier auf dem Lager nichts gut. Was hat dann noch gefehlt? Ich bin schlau. Ich bin sehr schlau. So. Und ein Enrichment Chamber. Da fehlt wieder das Mittelding. Das ist die Casing. So. Sollte fürs Erste hoffentlich jetzt mal reichen. Achso, ja. Ganz ruhig. Alles ist gut. Ich habe doch gerade diese Enrichment Chamber gebaut. Enrichment Chamber. Hier. Nimm die doch an. Dankeschön. Gut. Als nächstes brauchen wir ja noch dafür, dass wir hier Hydrogen herstellen können. Einen Elektrolyten Separator. Ich hörte, das habe ich jetzt gerade nicht auf Lager. Oh Gott, was fehlt jetzt schon wieder? Was muss ich klein hacken? Ah, oh, nee, das war der falsche Weg. Ups. Hydrogen. Dafür brauche ich dich. Und ich brauche Pulverized Iron. Das sollte jetzt kein Problem sein, hier zu finden. Iron. Und dann pulverisieren wir halt mal einen Stack davon. Ist so wurscht. Ein bisschen Pulverized Iron. Das ist jetzt nicht schlimm. Ach, hier steht jetzt aktuell Batteriestand. Mhm. Manufacturer, glaube ich, brauche ich in dem Fall. Gut, Pulverized Iron. Oh, ich habe Metal Dry Rubber noch, cool. So, machen wir 10 Stück davon. Das hält dann wenigstens fürs Erste. Gut. Zack, weg damit. Ich brauche Hydrogen. Und dafür brauche ich dich hier und... Dafür brauche ich dieses Gerät hier. Und ich weiß nicht, wie viel ich da in Zukunft machen werde, von daher brauchen wir mal 10 Stück von. Der Rest sollte relativ easy gehen bei dem Gerät. Yep. Wie vermutet. Gut. So, die Pressurized Chamber. Schauen wir uns das nochmal an. Das Substrat wird aus Biofuel gewonnen oder aus sich selber. Das ist nicht. Ah, das geht nur mit Ethylen. Das ist ja wie ein weiterführender Mechanismus. Ich produziere einen, schiebe ihn weiter und hole ihn dann da raus. Die Frage ist, wie viel brauche ich denn? 100 Millibucket? Also ich brauche 100 Millibucket von Hydrogen, um einen Substrat herzustellen. Das 100 Millibucket kann ich rein theoretisch gleich weiterleiten. Dahin, um am Ende 8 Stück davon zu halten und 100 Oxygen. Die ich rein theoretisch abpumpen könnte, bedeutet, ich sollte eigentlich gleich eine zweite Anlage von dir bauen. Dafür brauche ich eine zweite Enrichment Chamber, die ich natürlich gerade nicht hatte. So.
Ich glaube, das ist die genialste Sache ever. So. Wir werden es aber am Ende sehen. Jetzt kommt noch die Enrichment Chamber. Jetzt haben wir zwei Stück von dem Ding hier. So. Dann bauen wir dich mal hier hinten irgendwo auf. Bauen wir die auch hier auf irgendwie. Das könnte jetzt interessant werden. So. Du separierst Wasser und Gedöns. Und als nächstes brauchen wir jeweils zwei von den Maschinen. Sie brauchen einen Stromanschluss, einen Wasseranschluss. Also Strom würde ich mal von oben klären oder von hinten? Mach mal von hinten. Hier brauche ich nur Wasser und hier brauche ich Wasser und Abgabe. Hier Wasser, ich brauche Wasser und Eingabe. So kriegen die schon mal Strom. Dann brauchen wir eine Verkabelung. So. Das sollte funktionieren. Kann ich hier sagen, wo ich was raus haben will? Oder ist es wieder zu viel verlangt von dem System hier? Gut, das muss Wasser sein, Leute. Wasser muss oben hin. Das müsste ja dann gelb sein. Fluids. Fluid Yellow. Du brauchst aus den Substratseingang, oder du musst auch vorne verbunden werden. So, bedeutet, wir brauchen zwei normale Importer, ein Export, ne, ein Importer, ein Exporter und drei Wasserexporter. Alter, was ist denn das für ein Kind los? Export. Gut. Schau mal, Export, was wir hier noch haben auf Lager. Ja, nur ein MEM-Export-Gerät hier. Dann brauchen wir natürlich die Flut-Exporter hier. Davon wollte ich. Was fehlt jetzt schon wieder? Pisten, ein simpler Pisten. Mache ich gleich 41 Stück von. Ist mir scheißegal. So. Jetzt fehlt wieder was. Halt für eine halbe Ewigkeit jetzt. So. Noch ein Fluid-Exporter. Und dann brauche ich noch ein Import. Genau. So. Und dann sollte die große Frage gelöst sein. Wie kann ich denn jetzt sagen, ich will Wasser? Ich habe ja hier hinten mein... Fluid-Ding. Irgendwie muss ich ja sagen können, hey... Aua, mein Gott. Ich würde gerne das hier... Wasser reingeht. Ist alles ein bisschen kompliziert noch. So. Das mit dem Wasser verstehe ich noch nicht. Brauche ich vielleicht ein Waterbucket oder sowas? Stimmt, wir sind im Englischen. Water. Water. So, wenn ich das jetzt... Aha. Okay, bedeutet, er tut jetzt hier Hydrogen
und hier Oxygen rein. Dann war das aber nicht richtig. Wir brauchen hier Hydrogen. Als Input, das hier definiert. Sollte langsam hier Wasser auffüllen. Du kriegst auch noch mal Wasser. Warum geht es jetzt zum Beispiel nicht hier drüben rein? Muss die Seite noch als Flüssigkeitseingang jetzt definieren oder Transport Config? Wie habe ich das jetzt gerade geschafft, dass die andere Seite funktioniert hat? Was ist jetzt hier drin? Hier ist jetzt Hydrogen drin. Das soll raus tun. Oxygen braucht keiner. Gut. Ich check nicht ganz, wie es geschafft hat, dass er das annimmt. Jetzt bin ich bei Gas ist drin, oder was? Ah, schauen. Jetzt kommt hier das Gas rein. Gut. Dann kommt von vorne, hier brauche ich gar nicht mehr. Warum habe ich hier ausgebaut? Gut. Dann brauche ich von vorne noch einen Importer. Ah ne, Exporter war noch. Das war ein Export hier noch. Und dann muss hier Biofuel rein. Und ich muss ihm jetzt noch sagen, okay. Front ist Import. Und dann kommst du dazu. Das ist Input. Das ist Output. Und Gases kommen auch von hier drüben. Warum tut er jetzt Oxygen nach da drüben? Kann ich ihm jetzt irgendwie sagen, dass er das... Kann das bitte mal entleeren noch? Okay, Items ist hier drüben Input. Muss ich dir sagen. Output. Die sind alle hier drüben drin, gut. Bei Gases. Okay, hat das ja eh schon. Ne, hat noch nicht funktioniert. Aber auch nur, weil ich nicht verstehe, warum. Philen hat sich schon einiges gebildet in dem Fall. Und hier hätte ich gern einfach nur einen Import. Und zwar von Substrate.
Das müsste hier drüben schon als Output definiert sein, genau. Scarces. So, und wenn ich jetzt sage hier Scarces Auto Eject On. Schmeiß doch bitte das blöde Gas weg, das braucht doch keiner. Hinten, das geht nicht, wir müssen es nach vorne verlegen. Guesses Front. Braucht jetzt wahrscheinlich ein Tank oder sowas in der Art. Irgendwas so werde ich wahrscheinlich brauchen, damit es funktioniert. Jetzt wahrscheinlich Rank, genau. Tank. Ich habe wahrscheinlich noch ein Basic Advanced Tank. Nehmen wir ein Basic Tank jetzt mal. Der wird hoffentlich das jetzt einfach annehmen. Gase Auto Eject On. Gases Config. Input Green. Warum nimmt er denn jetzt nichts an? Ach, weil es ja wo falsch ist. Wie kann ich den dumpen? Und muss ich jetzt eiskalt einen neuen erstellen, weil der sich nicht daran erinnert, dass... Oh. Stelle ich halt einen neuen, mir ist schon scheißegal. Hauptsache es funktioniert am Ende. PRCR. Erstellen wir halt den neuen. PCR. Hallo, PCR. PRC dann was. Okay, so mein Mulch einfach. Mulch. Da ist der Mulch, das ist Substrate und da ist der PRC. Ah nee, ich habe jetzt wieder. Okay, ich brauche für dich einmal den hier. Und dann brauche ich einmal. Entschuldigung. Heute ist das Niesen wieder angesagt. Uiuiui. Das zieht durch. Gut, und dann brauchen wir für den das hier wieder. Zack. So, ein ganz jungfräulicher in dem Fall. So, dann nehmen wir als Item hier Input. Drüben Output. Bedeutet, das sollte schon passen. Genau, perfekt. Dann nehmen wir für Fluids oben Fluid Input. Jetzt kommt langsam Wasser rein. Perfekt. Und dann brauchen wir noch Gases, das ein Input ist. Irgendwie das Gefühl, die kriegen das nicht ejected nach da drüben. Ja. Gases, Output, Eject, On. Jetzt hat. Schau mal. Jetzt sind es 8 Stück und die werden allmählich weggebracht. Es muss nur schneller sein, wie das reinkommt. Dann ist alles gut. Perfekt. Das müssen wir am Ende noch mit dem Interface austauschen und dann ist alles super. Dann ist alles super. Aber rein theoretisch kann ich jetzt ganz simpel... Und welche von dir stellen, allein schon, weil ich so viele dabei habe. Gut, und dann haben wir jetzt hat mal 20, 22 von denen. Perfekt.
Muss ich die jetzt im Inventar haben, weil die haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Genau, Sweet Amber habe ich jetzt. Jetzt habe ich das Amber-Buch. Nach dem Amber kommt natürlich das Ruby. Und das wird mit Fertilizer. Muss ich jetzt extra Fertilizer dafür herstellen? Sewage Composer. Okay. Mein lieber Freund, wie funktionierst du jetzt? Fluid Sewage. Aha. Und wie stellt er sich das vor? Wenn er nur mit Fertilizer weiterverarbeitet wird. Machine Output. When provided with power and two buckets of sewage. It will solidify it into fertilizer. Sewage. Seewage. Sewage. Animal sewager. When provided with power, it will collect sewage from animals in top. From animals. In top. Bedeutet, in dem Fall könnte mir meine Kuhfläche zu Vorteil kommen. Also wenn es gut läuft. Schauen wir uns das mal schnell von unten an. Wir müssen sowieso Energy dann dahin bringen noch. Alter Kühe, es ist gut. Stromversorgungsmäßig sind wir natürlich da hinten jetzt nicht perfekt angeschlossen. Aber wir können ja... mal schnell nach da drüben Kabel verlegen. So viel Energy Cable. Energy. Und Energy. Energy Cable. Zack. Oh. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das reicht für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir an, ob wir da was hinkriegen mit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.